Hallo und herzlich willkommen im Wald. Erstmal ein bisschen Vorgeplänkel und dann lege ich aber auch direkt los. Es ist schon ein kleines bisschen spät, wie immer. Das heißt, ich habe wie immer nicht so viel Zeit, bis es dunkel wird. Ohnehin sind die Lichtverhältnisse heute relativ bescheiden, weil ich mir ein recht altes Waldstück rausgesucht habe mit entsprechendem Kronenschluss und dementsprechend wenig Licht kommt hier unten an. Und außerdem ist, theoretisch jetzt gerade 3:45, aber die Zeitumstellung war erst gestern. Demzufolge ist es eigentlich 4:45 und wie wir wissen, wird es um diese Jahreszeit ja auch schon so um 6:30 spätestens so richtig duster sein, vermute ich. Ich habe gar nicht so sehr darauf geachtet in letzter Zeit. Wenn ich also zu viel zu sagen habe, dann erzähle ich im Keller weiter. Und das wäre es zum Vorgeplänkel gewesen. Ich mache nachher noch mir ein Döschen auf und teste mal, ob ich das auch einigermaßen über dem Feuer erhitzen kann. Bin gespannt, inwiefern das funktioniert. Das habe ich ehrlich gesagt noch nie versucht. Ist also eine Premiere. Müsste ja aber eigentlich nicht weiter dramatisch sein und möglich sein. Wenn es nicht klappt, habe ich auch noch einen Topf dabei, weil ich will ja nicht meine gute Currywurst verkommen lassen. Okay, und damit legen wir gleich los. So, also heute geht es um meine Kritik am Naturschutz. Allen voran, die erste wichtige Information, den Naturschutz. So einen geschlossenen Klumpen, in dem man jeden Anhänger des Naturschutzes reinschmeißen könnte und zusammenklatschen mit dem Rest vom Klumpen und daraus einen kompakten Ball machen oder was auch immer. Geht natürlich selbstverständlich nicht. Und es ist immer unfair, bis zu einem gewissen Grad, wenn ich jetzt natürlich sage, dass der Naturschutz so ein paar Dinge falsch macht. Einzelne Personen, die für den Naturschutz arbeiten, machen einzelne Dinge falsch. Das wäre meiner Meinung nach und auch nur meiner Meinung nach. Das Gute ist, dass die meisten dieser Leute, die ich damit meine, keinen YouTube-Kanal haben. Ha! Und die deshalb ohnehin nur meine Meinung so richtig krass gut jetzt mitbekommen könnt und deren Meinung nicht. Was bedeutet, aus Mangel an Alternativen müsst ihr ohnehin mir alles glauben, was ich jetzt erzähle. So. Also das ist hoffentlich jedem klar, dass das keinesfalls zutrifft. Außerdem glaube ich, dass der ein oder andere Naturschutzmensch auch durchaus irgendwie in einer Form auf YouTube zu finden ist. Ich selber betrachte mich nicht als Naturschützer, habe zwar auch schon da ein bisschen für gearbeitet, für den Naturschutz, also diesen Klumpen, der eigentlich nicht existiert, aber einfach aus Vereinfachungsgründen werde ich jetzt einfach immer von dem Naturschutz ausgehen. Und ihr behaltet halt einfach im Hintergrund, das war jetzt aber kein typisches Waldgeräusch. Nur, dass klar ist, dass ich auch wirklich niemanden persönlich angreifen möchte und man kann das alles nicht verallgemeinern. Es soll im Wesentlichen einfach ein bisschen zum Nachdenken anregen, dass sich jeder auch so ein bisschen seine eigene Meinung zu dem Thema bilden kann. Nachdem er zum Nachdenken angeregt wurde. Irgendwie so. Ja, das ist der Plan, glaube ich. Machen wir mal gleich mal einen Schnitt, dann denke ich noch ein bisschen nach und dann kann ich volle Kanne loslegen. Ja, ganz kurzer Abriss. Selbstverständlich gab es schon ziemlich früh, sagen wir mal ab der Renaissance, erste Leute, die begriffen haben, dass man in irgendeiner Form irgendwie so die Natur irgendwie schützen muss. Wobei das damals halt eben jetzt noch nicht so wirklich konkretisiert worden ist, wie man dann das zu tun hat und was man da jetzt genau machen muss. Weil, man muss auch immer dazu sagen, je weiter wir zurückgehen in die Geschichte, desto mehr Natur gab es, in Anführungszeichen. Diese Anführungszeichen sind in diesem Fall wirklich, ich mache die zwar dauernd, aber die sind jetzt hier wirklich ganz, 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 ganz wichtig, weil wir uns nämlich noch der Frage widmen müssen, was eigentlich Natur ist. Aber erste Ansätze zum Schutz dieser diffusen Natur sind halt so 300, 400 Jahre bei uns jetzt in Mitteleuropa. Alter, man hat schon so Tendenzen gefunden, aber noch nicht viel. So der richtige Naturschutz, so organisiert und wir müssen jetzt den Planeten retten, diese grüne Bewegung, das gab es erst im 20. Jahrhundert so richtig ordentlich. Also so ab dem,
Nachdem man nach dem Ersten Weltkrieg andere Probleme, die Probleme mit dem Ersten Weltkrieg überlebt hatte, kam man dann wieder auf die Idee, dass man jetzt mal irgendwie neue Probleme braucht, und dann hat man so langsam mit dem Naturschutz angefangen. Völliger Käse. Die historischen Wurzeln des Ganzen, die kann ich irgendwann mal nochmal separat ein bisschen durchkauen. Aber es kommt tatsächlich so in etwa hin, dass wir so in den 1920er Jahren in Deutschland angefangen haben, da jetzt so langsam mal so richtig Naturschutz zu betreiben. Darauf aufbauend und eben in diese Zeit, ja, dann so die späten 20er, die frühen 30er, ja, trotz Nationalsozialismus. Der Nationalsozialismus hat sich sogar auch für den Naturschutz engagiert. Ob das nun jetzt damals schon ein guter Naturschutz oder ein schlechter Naturschutz war, das möchte ich jetzt gar nicht mal dahinstellen. Aber tatsächlich kann man schon sagen, dass eines der Dinge, die nicht ganz scheiße waren im Nationalsozialismus, es gibt da ja so ein paar Sachen, wo man fast sagen kann, das war eigentlich nicht nur scheiße, ist eben, dass man da schon mit dem Naturschutz angefangen hat. Dieser aufkommende Naturschutzgedanke hat dann auch im Reichswaldgesetz durchaus eine Rolle gespielt. Also in den Jagdgesetz sind ja auch durchaus Aspekte eben des Naturschutzes mit drin, beziehungsweise es steht ja auch im Grundtext vom Jagdrecht, vom deutschen Jagdwesen drin, dass der Jäger auch immer irgendwo die Natur bewahren, schützen und so weiter und so fort möchte. Das ist also auch was damals in der Zeit eben gerade in war und dann auch da eben entsprechend mit drin gelandet ist. Und ich habe es in meinem Jagdvideo auch schon erwähnt, dass ja große Teile des... also schon einige Teile des Reichsjagdgesetzes entnazifiziert ins Bundesjagdgesetz übernommen worden sind. Also da gibt es schon gewisse Parallelen und deshalb kommen da also auch so ein paar Naturschutzaspekte her. Und auch erste Naturschutzgebiete und derlei Zeugs ist auch so mehr oder weniger vieles auch schon in der NS-Zeit entstanden. Also danach ging es natürlich weiter und weiter und weiter, bis ganz wichtiges Jahr war 1992. Gut, davor gab es dann auch mal irgendwann Greenpeace und dann hat man quasi in Verbindung mit dem Hippietum gleichzeitig noch den Naturschutz entsprechend angekurbelt. Und ja, aber so mit das wichtigste Jahr, was man in der Naturschutzgeschichte bisher so hatte, war wirklich, glaube ich, 1992. Ich glaube nicht nur ich, das ist ziemlich eindeutig. Da gab es nämlich die Rio-Konferenz, die einen ziemlich ausführlichen langen Namen hat, den ich euch hinschreiben muss, weil ich ihn nicht auswendig weiß. Außerdem ist er Englisch. Man könnte sie Konferenz zur Rettung der Natur nennen, ganz, ganz, ganz grob. Allerdings, da ging es dann schon los, ging es da jetzt nicht so sehr, beziehungsweise man hat unter der Rettung der Natur verstanden, die Rettung der Arten. Und das wäre jetzt dann so der eine große, fette Knackpunkt der Probleme, die ich mit dem Naturschutz habe, was auch viele Leute eben auch teilen dürften inzwischen, ist, dass Naturschutz im klassischen Sinn erstmal Artenschutz ist. Das heißt, gerade für uns konkret in Deutschland, da gibt es diese rote Liste. Das ist also wirklich eine schön durchnummerierte Liste, schön in Kategorien unterteilt, wie sehr vom Aussterben bedroht eine Art denn jetzt nun ist. Und da gibt es dann die ausgestorben bzw. verschollenen Arten, bei denen man entweder nicht genau weiß, ob die jetzt ausgestorben sind, aber man hat ewig lange keine gesehen, oder man weiß wirklich, dass sie ausgestorben sein müssen, weil man so lange keine gesehen hat, dass man sich sicher sein kann, dass sie weg sind, ist relativ einfach bei großen Arten, wie zum Beispiel, nennen wir was Prominentes, das Quagga. Schon mal gehört, das ist so ein Zebra-Pferd. Sieht so ein bisschen aus wie ein Pferd, aber mit Zebra. Wobei ein Zebra ja auch schon aussieht wie ein Pferd. Aber ja, googelt das ruhig mal. Das ist inzwischen ausgestorben und ist, denke ich, eine der prominenteren Arten, weil halt was relativ Großes. Je größer das Tier, desto eher fällt es halt aus, wenn es ausstirbt. Die Aussterberate der Arten, die wir gerade haben, da gibt es so einen schönen Ticker, den man auch im Internet angucken kann, der da mitläuft und einem sagt, in wie vielen Sekunden jetzt wieder eine Art ausgestorben ist. Dann machst du so tick, 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 plupp. Und jetzt ist wieder eine Art ausgestorben. Das ist allerdings bloß ein theoretischer Wert und keine Sau weiß das so genau, ob das überhaupt stimmt, weil es handelt sich dabei in den allermeisten Fällen tatsächlich um Arten, die noch nicht mal bekannt gewesen sind und irgendwelche Urwaldsachen.
soll heißen, im Urwald entsteht quasi vielleicht, das weiß ja auch kein Mensch, mit einer ähnlichen Rate, tick, 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 ping, eine neue Art. Das ist immer so was Diffiziles. Und überhaupt bei der ganzen Artendiskussion, das habe ich zwar neulich erstmal in irgendeinem Video erwähnt, aber ich muss es jetzt der Vollständigkeit halber nochmal sagen, ist es ganz wichtig zu definieren, was überhaupt eine Art ist. Eine Art ist nämlich eine Definition, es ist ein menschgemachter Begriff, was eine Art ist. Ab wann sich zwei Individuen voneinander so weit unterscheiden, dass sie zwei unterschiedlichen Arten angehören, ist eine reine Definitionsfrage. Das kann also sein, dass die gelbe Anemone und die weiße Anemone, die zwar miteinander kreuzbar sind, eigentlich zwei verschiedene Pflanzen sind, zwei verschiedene Arten. Kann man so sehen. Kann man aber auch sagen, weil sie eben miteinander kreuzbar sind, sind es ein und dieselbe Art. Und sie können zusammen auch fruchtbare Nachkommen zeugen. Das ist die gängige Biospezies-Definition. Wahrscheinlich die gängigere Variante zu besagen, was ist eine Art. Eine Art sind alle Individuen, die zusammen fruchtbare Nachkommen zeugen können, die gehören der gleichen Art an. Und wenn es da jetzt innerhalb dieser Art noch große morphologische, also vom Erscheinungsbild her, vom Körperbau kann man sagen, jetzt bei Tieren, beim Habitus, wäre es bei Pflanzen, die Wuchsform, wenn es da große Unterschiede gibt, wie halt eben die grüne Variante, die blaue Variante, die gelbe, die rote, dann sind das halt Unterarten, obwohl die miteinander kreuzbar sind und dann entsprechend bunte Varianten dabei rauskommen. Alternativ der Hund beispielsweise. Die Rassen beim Hund sind alle Unterarten von dem Tier Hund, das wiederum eine Unterart ist von dem Tier Wolf, weil die meisten Hunde noch mit dem Wolf potenziell kreuzbar wären. Da kommt dann wieder irgendwas ganz Seltsames bei raus. Ist also alles nach dem Biospezies-Prinzip betrachtet eine Art, Hund und Wolf. Egal wie sehr die sich unterscheiden. Also der Wolf und der Chihuahua, oder wie diese kleinen Kackviecher da heißen. Ich mag die nicht, tut mir leid. Ich bin da voreingenommen. Das ist immer noch dieselbe Art und theoretisch können die zusammen Nachkommen haben. Es gibt ja immer mal wieder Fälle von Dackweilern, also Dackel und Rottweiler oder irgendwas, wo die Fortpflanzung wahrscheinlich ziemlich abenteuerlich abgelaufen ist, aber in irgendeiner Form dann doch funktioniert hat. Das wäre also die Sache mit den Arten. Es gibt übrigens das Morphospezies-Konzept, geht eben komplett davon aus, dass die Reproduktion keine Rolle spielt. Was gleich aussieht, ist die gleiche Art. Das ist nicht so beliebt und wird in der Regel auch nicht mehr angewendet. Aber es gibt es theoretisch noch. Das ist so ähnlich wie die andere Evolutionstheorie neben der von Darwin. Da gibt es noch eine zweite von einem Typ, dessen Name mir gerade nicht einfällt, die als widerlegt gilt, ist aber die einzige Alternative zu Darwins Evolutionstheorie, die überhaupt auch nur im Ansatz irgendwie Sinn machen könnte. Wenn man jetzt nicht die kreationistischen Christen hernimmt, die der Meinung sind, dass tatsächlich Gott hergegangen ist und am ersten Tag was auch immer geschaffen hat und am zweiten Tag nochmal was anderes. Achso, er hat erst gesagt, es werde Licht. Oder hat er nicht erst den Himmel geschaffen oder irgendwie sowas? Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Aber jedenfalls gehen die ja davon aus, dass das alles exakt genau so stattgefunden hat. Wäre das geklärt? Jetzt können wir also darauf eingehen, dass die damals in Rio allergrößtenteils eben darüber gequatscht haben, dass sie das Artensterben verhindern wollen, das Aussterben der Arten. Die haben noch über vieles andere gequatscht, aber das ist jetzt so der Knackpunkt, auf den ich mich auch berufe, auf den sich in Deutschland eben auch unsere rote Liste bezieht, die eben auch schön auflistet, was ist denn wie sehr vom Aussterben bedroht. Und wenn man jetzt bedenkt, dass wir jetzt seit mindestens 30 Jahren so richtig intensiv Naturschutz betreiben, seit 40 Jahren, seit 1970 kann man schon sagen, dass da ordentlich Naturschutz betrieben worden ist, muss man irgendwie dem Naturschutz jetzt den Vorwurf machen, dass die rote Liste immer länger geworden ist. Das ist nämlich nicht irgendwie kürzer geworden. Und die Folge ist übrigens, wenn man in der roten Liste drinsteht als Art, zum Beispiel als irgendein Pflänzchen, dann ist man geschützt. Dann darf einen keiner mehr rausreißen. Und der Grundgedanke eben dieses Schutzes ist es dann, dass wahrscheinlich die Gefährdung der entsprechenden Art, die jetzt auf der roten Liste gelandet ist, daher kommt, dass wir als böser Mensch die ganze Zeit scheinbar irgendwie rausgerupft haben.
Jedenfalls ist man bei der Gründung, bei der Erfindung dieser Liste davon ausgegangen, es würde in irgendeiner Form helfen, dieses Ding jetzt unter Schutz zu stellen und quasi ein Schild dran zu stellen. Diese Art ist nun geschützt. Hilft aber nicht. Hat in ganz wenigen, interessanterweise allerdings in den emotional wichtigen Fällen funktioniert, also in vielen dieser emotional wichtigen Fälle, hat aber so gut wie überhaupt nie bei irgendwelchen Kleingetier funktioniert, zum Beispiel, oder bei irgendwelchen kleinen, unwichtigen Pflanzen, die eh außer ein paar Fachmännern keine Sau erkennt. Hingegen positive Beispiele der Weißstorch. Der Weißstorch hat sich wieder enorm vermehrt und findet jetzt bei uns wieder viel mehr Brutplätze. Da gab es ja auch mal diese große Hängt euch ein Wagenrad auf den Schornstein Aktion und solcherlei Sachen. Anderes Positivbeispiel ist der Feldhase. Sicherlich auch eines der prominenteren Beispiele. Ich bin aufgewachsen als kleiner Miniatur-Ben. Der von seinem Vater gelernt hat, dass der Feldhase, wenn ich mal einen sehe, ich mich enorm freuen muss, weil der extrem selten ist. Das mag damals durchaus gestimmt haben, denn er stand halt eben auch auf dieser Liste der bedrohten Tierarten, auf der roten Liste, und war, ich weiß nicht, ob er vom Aussterben bedroht war, also es gibt die Kategorien, nahezu ausgestorben, beziehungsweise ausgestorben und findet kein Mensch mehr, man weiß es nicht genau, wahrscheinlich ausgestorben, könnte man so nennen, dann eben vom Aussterben bedroht, auf gut Deutsch fast ausgestorben, dann bedroht oder gefährdet. Gefährdet ist die unterste Kategorie, glaube ich, dass man also so irgendwie absieht, oh, das wird langsam kritisch, das wäre dann gefährdet. Es gibt theoretisch noch Anwärter auf die Liste, also so Arten, die derartig selten geworden sind, dass sie bald eventuell draufkommen könnten. Jedenfalls der Feldhase war, glaube ich, entweder vom Aussterben gedroht oder stark gefährdet. Was war das andere? Jetzt habe ich schon vergessen, was ich gerade gesagt habe. Egal. Jedenfalls inzwischen hat der sich extrem wieder erholt und die Feldhasen gibt es durchaus jetzt wieder in akzeptabler Menge. Und da muss man sagen, das ist so ein Fall, der hat eben diese Schildchen dran stecken. Dieses Tier ist jetzt geschützt, das darfst du jetzt nicht mehr kaputt machen. Durchaus geholfen, weil beim Feldhasen sicherlich auch immer einen gewissen, einen kleinen, aber einen gewissen Eindruck, Einfluss auf die Populationsdichte, die Bejagung natürlich hatte. Und die Bejagung hat man dann ja jahrzehntelang, muss man sagen, nahezu komplett 100% eingestellt. Hin und wieder wird man trotzdem einer geschossen worden sein. Aber ja, das ist also auf jeden Fall so ein Positivbeispiel. Ein ähnliches Beispiel ist der Biber. Bei dem hat auch unter anderem die Einstellung der Jagd, also dieser klassische Schutz, darfst du nicht kaputt machen, diese Art. Sicherlich auch dazu beigetragen, dass der Biber wieder im Kommen ist und es teilweise jetzt sogar schon wieder Biberplagen gibt in manchen Ecken von insbesondere Bayern, wo man intensiv darüber nachdenkt, ob man jetzt den Biber nicht wieder zur Jagd freigibt, dass der Biberbestand wieder reguliert werden muss, weil sich der Biber jetzt zu sehr vermehrt. Das sind so prominentere Beispiele, wo der Naturschutz definitiv funktioniert hat. Es gibt auch so die eine oder andere Pflanze, die sich wieder vermehrt hat. Aber, und das Interessante ist, selbst ich kann jetzt spontan nicht sagen, welche das denn bitte sein sollen. Daran kann man schön sehen, diese roten Arten, diese vom Aussterben bedrohten Arten, die wirklich erfolgreich geschützt worden sind, sind immer nur die richtig Prominenten. Nicht der kleine Kackvogel, Käfer, Tier, Dingerich, den halt eben keine Sau kennt. Der vielleicht möglicherweise trotzdem selten ist, aber es gibt keinen Leidensdruck für den Rest der Welt, wenn der kleine Kackvogel, Viechkäfer ausstirbt. Kriegt eh keiner mit. Und man muss jetzt noch dazu sagen, interessanterweise ist die einzige Kategorie, die du erfüllen musst, um eben in diese rote Liste der besonders geschützten Arten reinzukommen, dass du selten bist. Alles andere spielt keine Rolle. Du kannst von Natur aus selten sein.